Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr das Windows 8 Metro Design auch auf eurem Android-Smartphone benutzen könnt. Dazu gibt es die Metro UI Launcher App. Die App ist im Play Store in zwei verschiedenen Versionen verfügbar. Wir haben zum einen eine kostenlose Version, die man sich einfach mal zum Testen herunterladen kann, wo dann die einzelnen Funktionen schon mal ein bisschen ausprobiert werden können. Und wenn einem das Ganze zusagt und man dann sein Android-Smartphone dauerhaft im Windows 8-Look mit vollem Funktionsumfang haben will, gibt es dann auch die Vollversion, die für 3,49 € im Play Store gekauft werden kann. Wenn ich das Ganze installiert habe, habe ich am Anfang, sage ich mal, wie ein App-Icon. Und was wichtig ist, damit ich wirklich das Ganze auch im vollen Funktionsumfang nutzen kann, das ist dann von Smartphone zu Smartphone unterschiedlich. Jetzt lachen uns dann also auch gleich die von Windows 8 bekannten Kacheln an und wir haben die Option, die ganz individuell zu bearbeiten. So habe ich zum Beispiel die Option zu sagen, ich möchte hier Internet mit Store tauschen, ich bleibe einfach lange drauf, ziehe das Ganze rüber. Und wenn ich jetzt hier lange drauf bleibe, habe ich neben dem Verschieben eben auch die Option noch zu sagen, ich passe die Farbe von dem Ganzen an. Als nächstes, wir haben die Option zu sagen, ich kann jederzeit auf den rechten Rand, vom rechten Rand zur Mitte hinwischen. Dann, wie es viele sicher auch schon generell vom PC von Windows 8 kennen, öffnet sich die Charmbar. Sagen, ihr könnt die Suchfunktion nutzen damit. Was ich besonders praktisch fand, kann man simpel nach Apps, Widgets, Kontakten und Funktionen suchen. Also ich kann ganz klassisch hier oben auf Suchen tippen und sehe dann das Ganze hier schon in Kategorien unterteilt und kann hier oben dann auch einfach lostippen, was ich denn suchen möchte. Ansonsten habe ich außerdem noch die Funktion, wenn wir das Ganze nochmal verlassen und nochmal aufrufen, natürlich direkt auf die Einstellungen zuzugreifen. Hier kann ich dann individuell die App noch nach meinen persönlichen Wünschen weiter optimieren oder anpassen. Das sind also, sag ich mal, fast der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was wir ansonsten noch haben, wenn wir ganz oben auf Start drücken, so erscheint dann der App Drawer im Metro Design. Das heißt, hier habe ich dann die Option, je nachdem, was ich eben ausgewählt habe. Wir haben jetzt hier die Widgets, wo wir durchsuchen können. Ansonsten kann ich auch ganz normal meine Apps auswählen. Das heißt, ich hole mir einfach wieder die Charmbar her, gehe auf Suchen, wähle die Anwendungen aus und gehe wieder zurück. Und wenn wir jetzt auf Start tippen, haben wir dann in diesem Fall hier oben die Apps, die wir ganz einfach durchsuchen können. Und ich habe natürlich so auch die Funktion, dann hier Apps auf meinen Homescreen wieder hinzufügen zu können. Ein einfacher Tipp genügt dann auch einfach wieder auf den Home-Button und ich bin gleich wieder zurück. Und wenn wir zum Beispiel nach einer bestimmten App suchen wollen, wie vorher schon angewendet, können wir einfach hier auf die Suchfunktion gehen. Und wir suchen jetzt zum Beispiel hier einfach mal nach den Angry Birds und es wird uns links hier gleich angezeigt. Und ich kann die App direkt von hier weiter starten, verarbeiten oder was ich damit machen möchte. Ein weiterer Tipp auf Zurück oder die Home-Button genügt und ich bin dann gleich wieder im Homescreen. Das sehen wir auch immer, ja, gleich im klassischen Design findet man sich direkt wieder zurecht. Und ansonsten hat man natürlich auch noch die Funktion, wie schon vorher angesprochen, das Ganze, jede Kachel einzeln individuell anzupassen. Wir können ganz klassisch über die Ziehfunktion von Apps, neue Apps zum Homescreen hinzufügen. Das heißt, wir gehen einfach mal, das zeigen wir noch zum Abschluss, nehmen hier dann doch mal die Angry Birds, die ja doch in aller Munde sind, können da einfach drauf bleiben und können dann sagen, wir möchten das am Start anheften. Und wenn wir dann jetzt wieder den Home-Button drücken und zum Menü zurückgehen, haben wir hier unsere Angry Birds. Jo, das war's soweit zu einem Windows 8 bzw. dem Windows 8 Metro Design, was ihr auf euer Android-Smartphone holen könnt, hat mich wirklich begeistert. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Gerade hier noch mit Kombinationen in einem Windows 8 Hintergrundbild kommt da wirklich richtiger PC-Flair auf. Und wer generell Windows 8 Fan ist und sich das Ganze mal genauer anschauen möchte, der sollte sich einfach mal das Ganze runterladen. Könnt, wie gesagt, ganz easy mit der Lite-Version starten und euch so schon mal ein bisschen einen ersten Eindruck schaffen. Und wenn euch das Ganze zusagt, dann natürlich einfach zuschlagen und die Vollversion schnappen und dann dauerhaft wirklich euer Android-Smartphone in ein Smartphone mit Windows 8 Design verwandeln.